So, die Schlange ist ungeduldig, ich bin ungeduldig, wir sind kurz vor 31, ich will endlich 31 erreichen, ich bin in die Mainz, wieder mit einer Gruppe und da weiterkommen und auf Level 33 kommen und mit Flow Gaming zusammen dann am Sonntag zum Livestream, dann uns zu zweit in die Mainz versuchen und das wird richtig heftig, denn der erste Boss in der Mainz, der hat gute 75.000 HP plus einen dicken, fetten Golem mit auch massiv vielen HP, die so in etwa dementsprechend, wie er aussieht, Mr. Anabolika, und teilt auch noch gut Schaden aus, ebenfalls der Boss. Das wird sehr, sehr spannend werden. Ich glaube aber, die Kombination Pala-Assassine ist da nicht unbedingt die schlechteste. Von daher bin ich da erstmal guter Dinge, aber vor allem freue ich mich halt auch drauf, weil es definitiv eine Herausforderung wird. Und ich bin gespannt drauf, ob wir das schaffen. Potenziell denke ich, dass das möglich ist. Aber ja, es wird hart werden. Das ist aber gut so, denn wir hatten in den 22er Dungeons, das war ja doch eher dann Zeitvertreib, als dass das jetzt fordernd gewesen wäre. Gut, kein Wunder, wir wurden ja auch nicht runterskaliert, wir waren da auch schon einige Level drüber. Nichtsdestotrotz. Gab es ja keine andere Möglichkeit für uns, dungeon-technisch da auch ein bisschen mehr Forderndes zu haben. Und ja, das wird, denke ich, richtig spannend werden. Und ich hoffe, ihr seid ja dabei am Sonntag 22:30 Uhr. Wenn ich es früher schaffe und the Flow, dann werden wir schon um 22 Uhr beginnen. Das vermelde ich aber natürlich auf dem Channel und auf allen möglichen Kanälen wie Twitter und Co. Discord habe ich noch keins. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwann mal einrichte. Und erstelle, bin da aber noch ein bisschen distanziert von, weil ich aktuell sowieso schon im massiv vielen Discord selbst unterwegs bin und ich nicht weiß, ob ich da diesen Verwaltungsaufwand rund um das Moderieren und Co. Betreiben kann. Also zeitlich wäre das knapp, alleine das zu machen. Aber vielleicht mache ich das irgendwann. Ich habe mal eins erstellt schon. Es gibt einen Nerd Universe Discord. Das habe ich auch nur gemacht, erstmal, um mir einfach meinen Discord-Namen zu sichern. Aber ja, ob ich das dann umsetze, zumindest jetzt kurzfristig in der nächsten Zeit, ist noch fraglich. Aber über Twitter, über die Kanäle YouTube, Twitch-Channel, da kriegt ihr auf jeden Fall die Infos. Und vermutlich werde ich es auch in der Shoutbox auf der bless-eu.de auch nochmal deklarieren, kurz reinspammen. Ich hoffe, da stört sich keiner dran, aber ich denke, dafür ist die Shoutbox mitunter ja auch gut gedacht. Und als offizieller Partner von bless-eu.de, da schiele ich auf Weezer, denke ich nicht, dass das irgendjemanden großartig stört. Falls doch, schreit in ein Kissen. Und ja, auch nochmal hier, bless-eu.de, da mache ich auch gerne Werbung für, unkommerzielle Werbung, die euch unterstützen soll, denn ihr werdet dort auch viele Gleichgesinnte treffen. Und seitdem ich auch dort aktiv unterwegs bin, das ist jetzt auch mittlerweile schon ein paar Wochen, so schnell vergeht die Zeit, ist es bei mir auch so, ich schaue jeden Morgen im Grunde genommen, bevor ich irgendwelche Nachrichten lese, sonst irgendwas, das erste, wo ich reingucke, ist auf bless-eu. Ich schaue, ob schon jemand wach ist, ob schon in der Shoutbox geschrieben worden ist und ob es neue Threads gibt. Und lese mir da auch sehr gerne Threads durch und schreibe hin und wieder selbst auch mal einen Thread. Ist bei mir relativ selten, aber nichtsdestotrotz. Hey, da schreibt mir Deus Ex Mystic. Hey Dana, dank deiner tollen Videos kann ich ja nicht zocken. Gerne. Scheiße, hab ich noch keinen Whisper festgelegt? Nee. Schlüssel mal zurück. Hey. Gerne. Habe ich jetzt zufällig gesehen. Muss ich gleich mal direkt in den Einstellungen umstellen. Bei der Mage habe ich das schon gemacht. Standard Whisper ist für mich eigentlich immer so Steuerung R, beziehungsweise Umschalt R. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Hier, Function. Whisper Reply. Umschalt R. Apply. Hallo? Wir sind beschäftigt. Ah, und da habe ich jetzt gepennt. Da hätte ich einen Stun ansetzen können. Da muss ich drauf achten, weil leider mir jetzt auch nicht so viel Energie ausgezogen, wie er das getan hat. Weißt du zwar nicht, wer das war, ob das jetzt jemand war, der auch im YouTube-Channel kommentiert hat oder nicht.
Dadurch, dass ich mittlerweile, aus welchen Gründen auch immer, immer mehr Leute meine Videos anschauen, meine entspannten Videos zu Bless, bekomme ich jeden Tag mittlerweile. Das war früher nicht so sehr. Also früher habe ich auch schon mal jeden Tag so mal ein Comment oder so bekommen, aber mittlerweile bekomme ich jeden Tag auf Discord, auf Bless.eu, auf YouTube, auf Facebook Anfragen zu: Kannst du mir helfen beim Capture? Kein Problem. Mache ich auch immer, wenn ich Zeit habe. Fragen, die ich beantworten kann, beantworte ich dann auch. Da kommt auch vieles rein. Und ja, macht mir Spaß. Könnt ihr auch gerne weiterhin so machen. Ich mache das halt immer so, solange ich kann. Und wenn ich das gerade kann, unterstütze ich euch und helfe euch bei allen Belangen. Fragen beantworten kann ich immer, also auch immer am selben Tag in der Regel. Urlaub natürlich ausgeschlossen. Wenn ich in Urlaub bin, das ist aber erst im Sommer. Und im Pfingsten mal nur 3 Tage, aber im Sommer dann mal 2 Wochen. Aber ansonsten bekommt ihr in der Regel eigentlich am selben Tag eine Antwort. Wenn ihr keine Antwort bekommt, dann liegt das daran, dass ihr vermutlich, wenn ihr mir über Facebook schreibt, vielleicht irgendwie spamartig irgendwo erst in den Anfragen seid. Oder ich einen Delay habe, was den Nachrichtenpush angeht und das erst später sehe. Also wundert euch nicht oder denkt euch, jo, dieser arrogante Kirito antwortet mir nicht. Das tue ich. Das tue ich auf jeden Fall. Wenn ich es mal nicht tue, dann habe ich es vielleicht überlesen. Das heißt, wenn ihr nach einem Tag nichts hört, schreibt mich nochmal kurz an. Und dann nehme ich das natürlich wahr und also in der Regel wahr. Und dann schreibe ich euch zurück. Aber ja, das macht mir sehr viel Spaß und ich muss jetzt nochmal gucken, wo müsste ich eigentlich hin? Ich glaube zu den Enchanted Stones. Da habe ich damals erstmal ewig mich vom ersten bis zum letzten Punkt teleportiert und muss erstmal den richtigen Weg finden. Das ist ja, glaube ich, nicht, wobei es könnte sein. Ich muss darüber springen, aller Guild Wars. Test mal dann. Genau, aber ja. Bless.eu.de, Bless-EU.de kommt da drauf. Da sind wir am meisten aktiv. Etliche Leute, auch viele Kommentatoren, die ihr bei mir in den YouTube-Videos unten drunter seht und viele Leute, die auch im Livestream dabei sind. Und da hat sich eine mittlerweile wirklich sympathische und coole, nicht toxische Gruppe oder Community entwickelt. Wird immer größer, zu Recht. Und ich denke, dass wir gut unterwegs sind mit den unterschiedlichen Leuten, die wir da drin haben. Wir haben einen recht gesunden Altersschnitt, der dürfte so zwischen 25 und 35 liegen. Wir haben natürlich auch noch ältere Leute, aber so vom Schnitt her gefühlt sind wir so zwischen 25 und 35 im Schnitt, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Und ich probiere jetzt mal darüber zu springen, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Pfad. Ich probiere es trotzdem mal. Jo. Ansonsten, es stand auch schon die Frage im Raum. Ich hole jetzt mal die Schlange raus, weil der Drache mich ein bisschen irritiert. Ja, darüber schaffe ich es nicht, aber es gibt zum Glück keinen Fallschaden. Eigentlich sollte man ja eine Gilde gründen von der Community und ich schaffe es doch drüber. Ja, ich denke, das wird sehr spannend werden. Wir haben schon einige Gildenvorstellungen. Wir haben. Oh nein, das ist wie beim letzten Mal, ey. Da bin ich echt prädestiniert für. Ist aber auch jedes Mal wie so viel Laber. Ja, Gildenvorstellungen, Gildensuchaufrufe, also im Sinne von, lasst uns eine Gilde gründen. Und es wird sehr spannend werden, was passieren wird zum Release. Wer wie dann wohin geht aus der Community. So wie ich das schon mittlerweile mitbekommen habe, es gibt einige, die auch zur Hiron gehen werden. Dowiga, Wokro Gaming und ich werden definitiv A, zum einen natürlich auf demselben Server sein. Ich denke, das wird wahrscheinlich auch den Großteil der Community mit ausmachen, außer jenen, die vielleicht auch von der Gilde gesteuert werden, die jetzt nicht unbedingt Teil der Community ist und die dann vielleicht in irgendeiner demokratischen Form dann sich dafür entscheiden, auf einen anderen Server vielleicht zu gehen. Aber der Wii Waco Gaming und ich werden auf jeden Fall auf denselben Server gehen. Wir wissen ja auch noch gar nicht, wie die Serverkonstellation aussehen wird. Deswegen kann es auch sein, dass wir vielleicht alle auf einem Super-Server oder Server-Cluster sind. Werden wir sehen. Aber da bin ich auch sehr gespannt drauf, eben wie sich das entwickelt, wer was wie wohin geht und was sich da bildet. Ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen werden oder dass es generell so sein wird, dass wir das alle in einen Konsens kommen und dann fraktionentechnisch
sich einigen und dann halt auch in eine Gilde gehen, zumal es schon auch sehr viele Leute gibt, die ja auch aus Multigaming-Gilden kommen oder aus Gilden, die jetzt eben aus anderen MMORPGs dann migrieren werden. Liegt in der Natur der Sache. Der Gedanke an sich ist aber sehr interessant und ja, da bin ich gespannt darauf, wie sich das entwickeln wird. Bei mir ist es so, ich bin ja eher so der Einzelgängerspieler, also ich spiele in Gruppen gerne, spiele auch gerne in Randoms oder halt natürlich auch in richtigen Gruppen mit Leuten, die ich auch kenne, überhaupt keine Frage. Aber die meiste Zeit bin ich erstmal, spiele ich unabhängig und joine dann eben aus dem Bauch heraus einer Gilde oder halt aus sozialen Bindungen heraus, wo ich dann aber auch sage, okay, das passt für mich. Also ich brauche schon in der Regel eigentlich Feierabend-Gilden, damit ja, ich so meinen Spielstil da einfach frönen kann. Deswegen eine Zeit lang werde ich sicherlich alleine rumrennen oder zumindest gildenlos rumrennen. Okay, aber wir sehen hier auch, ich muss mich in eine andere Stelle porten. Dann machen wir wieder Kawabanga. Zack. So, als Assassinen kann ich das ja noch vertreten, dass sie das, dass sie keinen Fallschaden hat. Aber auf Dauer muss das rausgepatcht werden. Beziehungsweise gepatcht werden. Ja, Union, da freue ich mich schon drauf. Wir haben übrigens auch einen schönen Thread. Ja, da geht es darum, das ist quasi ein kleines Minispiel, wo es darum geht, zu gucken, wer wird am nächsten dran sein am Release-Datum, am tatsächlichen. Da könnt ihr auch dran teilhaben, kommt auf die bless-eu.de. Da könnt ihr dann eben, ihr kopiert euch die Liste der Vorposter raus mit Namen und dem Datum, das die jeweiligen Leute angegeben haben. Und könnt dann eben euer Datum, was ihr schätzt, One Bless erscheint, angeben. Hat einer aus dem Forum erstellt. Just for fun, fand ich eine gute Idee. Hab da auch dran teilgenommen und ich sehe gerade, also ich bin im Grunde noch an derselben Stelle wie vorher auch, oder nicht? Oder sieht das nur genauso aus? Gucken wir mal. Ja, der Stein ist derselbe. Muss ich mal gucken, gibt es einen anderen Weg, den ich nicht gegangen bin? Ich meine, ich war ja schon mal hier, aber ich habe schon wieder vergessen, wie ich da genau hingekommen bin. Ah, das ist jedes Mal dieselbe Stelle. Es tut mir leid, dass die Episode sich in der Endlosschleife dreht, ähnlich wie bei Täglich grüßt das Murmeltier. Ich benutze jetzt mal einen anderen Port. Weil ich glaube trotzdem irgendwie, dass das nicht richtig ist, die Stelle. Ist aber halt auch eben diese doofen Kanten. Ich wollte ja eigentlich so schnell wie möglich auf 31 kommen, bevor die Japaner schlafen gehen. Ich brauche nur noch 12.000 XP, Leute. 12.000. Umso bitterer ist es, wenn ich hier so ein Dumpfug veranstalte. Aber ich konzentriere mich jetzt mal. Und hoffe, dass uns der Port an eine gute Stelle bringt. Hier gibt es lauter Meteorite, aber ich brauche eigentlich Eisenerz. Ja, das ist die richtige. Das ist die richtige Stelle. Ist ein bisschen irreführend, weil die Übersetzung sagt, bring mich an den Boden des irgendwas. Aber wir kommen ja nicht an den Boden, sondern wir sind ja an der Spitze, wir sind ja ganz oben. Ja, das ist halt schon Gold wert, plus dann noch der Reaction Skill, der hier. Also was habe ich gemacht? Strangle. Direkt hinten dran teleportiert, dann kann ich gleich Ambush nutzen für den Stun. Und dann habe ich jetzt noch als zweiten Reaction Skill halt eben hier Kill drin. Und Kill kann man nur anwenden, wenn ein Gegner gestunt ist. Also gar nicht, wenn ein Gegner, wenn man halt eben crittet, sondern eben wenn ein Gegner gestunt ist. Und das ist halt eine wunderbare Kombination, die man da nutzen kann. Das ist aber ein weiter Sprung.
Dann nehme ich kurz mal Swift Steps rein, weil das ist mir ein bisschen weit. Ich kann natürlich sprinten, aber mit Swift Steps wird das noch besser. Boah. Nein! Verdammt nochmal! Okay. Bevor es noch zu peinlich wird, beende ich die Episode an dieser Stelle. Sie ist jetzt ohnehin schon eine gewisse Länge gelaufen. Und wenn ich den Teil der Quest erledigt habe und dann vielleicht noch ein bisschen weiter bin, dann geht es in der nächsten Episode weiter mit Denna, unserer Assassinin. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da mit am Start seid. Dann melde ich mich in der Random Group an. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich in eine reinkomme. Ich hoffe es jedenfalls. Und wir sehen uns das nächste Mal, lesen uns auf allen möglichen Kanälen, die ich euch jetzt schon mehrfach zigtausendmal genannt habe, und verabschiede mich von euch mit den Worten Sayonara.